Moin miteinander. Lehr Zwickenhahn, haben wir zwei neue Veranstaltungen bei uns in Gemein. Sauterdach kommt die Krippe in Wene, die Krabbelhus, das einjährig bestaunt vierden. Und das haben Oldenkinder und Erzieherinnen und Erzieher fein miteinander viert. Und das war eine heil feine Veranstaltung. Moe dazu, dass da in diesem ein Jahr so inspült hat alles. Ja, und Sonntag wäre ja Garten- und Freizeitschau, da wir in uns Betriebe. Auch einiges an Andrang da, das wäre langsam besser und die Lü wollen was den tun machen. Und dort da haben sie ein Helfeld gefunden, wie uns in den Geschäften, die daran beteiligt fest sind. Ja, und ich hoffe natürlich, dass nur der kommende Weg, das wäre auch für mitspült und man dann nicht bloß den tun was machen kann, auch der Freiheit geneigen kann. Ja, der letzte Tiet sind ja ein Helfeld Stromleitung und Gasleitung durch uns gemein legt worden. Und die letzte Grote der Leitung wäre die Borwin-Leitung, die wäre im östlichen Gemeindebereich verlegt. Und nun kommt eine neue Leitung, wo Strom von der Offshore-Produktion, die in Richtung NRW geht, verbuddelt wird, die Leitung. Das nennt sich Borwin 1 und Borwin 2. Das hat natürlich was damit zu tun, dass diese Leitung über Baltrum lopen. Und dass das gut Windenergie ist, das ist Strom, darum Balvin. Diese Trasse, die orientiert sich ziemlich an der Borwin 5-Leitung, also heil in den Osten von uns Gemeingebiet, wie Blende Kurt ja noch im Inn, wo das jetzt genau lang geht. Die Leitung wurden wahrscheinlich ist eher in 28 oder auch Anfang 29 Chlor. Ich informiere aber jetzt einmal darüber, dass das aus Daul kommt, weil in Haast von diesem Jahr der Grundstückseigentümer ist angebrot worden, wo die Trasse lang geht. Und mit der Mutter hat ja aufgestimmt worden, wo die Arbeiten dann vonstatten gehen. Die wesentliche Änderung, die da gegenüber der Orl-Borwind-Trasse gibt, ist im Bereich Holtloch. Nun ist das Dichte in Westend-Kargloch vorbeigegangen, Richtung Obstolzboom. Dort ist nun nicht mehr Platz genug für die 30 Meter Arbeitsstrieb, den man dafür braucht für diese Leitung. Und darum gibt das so einen Bogen durch Holtloch durch. Ja, nun sind diese Arbeiten ja gelaufen in Abstimmung mit den Landeigentümern und ich gehe davon aus, dass das auch wir das mal so läuft. Das sind ja wichtige Leitungen für die Umsetzung von Energiewende. Wichtig bleibt uns dabei, dass wir nicht bloß das Durchleitungsgebiet sind, wie das Gemein und damit auch die Inwohner von uns Gemeinmunde davon natürlich auch profitieren. Dort setzen wir uns noch für, dass wir Regelungen finden. Wie gesagt, dass wir nicht bloß das Land zur Verfügung stellen, aber dass da ein bisschen was zurückkommt in unsere Gemeinkasse, damit wir all die Aufgaben, die noch für uns liegen, nachkommen können. Aber das ist ein anderes Thema, da blieb ich aber dran und wenn wir da was erreicht haben, dann informieren wir natürlich auch über das genau. Der Aprilmonat geht ja an und damit ist dann auch die erste Hälfte von meinem Amtszeit vorbei, für die 5 Jahre, für die ich gewählt bin. Wir sind halb los in diesen 2,5 Jahren und das fing ja halt damit an, dass der Krieg losging in der Ukraine, wie wir direkt davon betroffen, weil auch mittlerweile rund 90 Ukrainer bei uns im Gemeinleben und unsere Bevölkerung hat sich von Anfang an tüchtig darum gekümmert. Wir haben halb Kleiderspenden kriegen, die Kleiderkammer ist entstanden und auch für Geldspenden sind eingegangen. Wir haben durch dich helfen können. Und ich bin blöd, dass uns gemeinsam aufgestellt ist, dass wir da nicht bloß an den Sims denken, sondern auch an der Höhebrücken unterstützen. Dann ging in der Zusammenhang damit, dass auch ja mit der Energiekrise los und wie Monos Alup die wegmachen, dass wir uns unabhängig machen von russischem Gas, aber auch insgesamt von fossilen Energien. Da haben wir einen Herbild gemacht. Wir haben die Fernwärmeleitung saniert, wie Synthabi Photovoltaikanlagen unterrichten, jetzt im Moment ja ob Rauthus. Und wir haben Heilbühlt Heizung getuscht, wir haben dafür gesorgt, dass Gebäude bitte dämmt sind. Und da gibt natürlich immer noch einiges zu tun, aber wir haben dort zusammen auch allen Heilbühlt weggebracht. Ja, aber wir haben uns auch darum gekümmert, dass das mit
Baumöglichkeiten vorangeht. Ich bin blieb, dass als Beispiel die Baugebiete in Riepert so wie das, dass das zusammen noch gebaut werden kann. Wir müssen darum kümmern, dass Strauten verbietet worden. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, denn wir wissen alle, dass da sehr lange nicht so richtig was am Markt geworden ist. Wir müssen dass ich auch noch mehr machen. Das ist auch klar, das ist noch nicht genug. Wir müssen sein, dass wir da andere Jahr auch wieder genug Geld zur Verfügung haben. Das liegt mir aber auch persönlich durch den Hart, dass wir da noch besser werden. Ja, und dann ist das natürlich auch so, dass wir auch im Bereich Kindertagesstätten vorankommen sind. In Riepe ist der Anbau ja so ziemlich klar, der Umbau muss dann noch von einer Gruppe erfolgen. Und dann ist das so, in Wien ist der die Krippe errichtet worden, eröffnet worden, letztes Jahr. Und wir sind auch dabei bei der Golf of Rieken in Westeern in Zusammenarbeit mit der Eigentümerin dort den Umbau zu realisieren, dass wir auch dort noch eine zusätzliche Krippen- und Kindergartengruppe kriegen. Also auch dort ist halt ein Heilbild passiert. Dort steigt dann nun noch an, dass wir in Simonswald vorankommen. Ja, aber ihr seid auch noch diese erste Halbzeit blieft das noch so immer so, ein Heilbild zu down ist. Der Arbeit geht auch hier nicht gut in Rautus. Ich freue mich all, ob das nächste Set, wo ich hier Bürgermeister gewesen bin, die nächste zweieinhalb Jahre. Und wichtig dabei ist mir immer, dass die Leute bei uns in Gemeinde auch weiten, was los ist. Darum informieren wir auch ja immer mit diesem Video. Nicht bloß mit diesem Video, aber mittlerweile weite ich da auch ein Heilbild, das immer kicken, dieses Video. Und wir versuchen auch wiederhin, ja, damit Lobende zu holen. Denn alles, was wir machen, hier in Raus. Was ja auch für uns Bevölkerung und der Monok ja weiden, was dann jeweils Mauk wird und was da achtet. Ja, wie gesagt, mir hat bin nur Spaß gemacht und ich denke da gerade auch so wieder und ich bedanke mich bei allen, die dort den Beitrag haben, dass das so funktioniert hat. Sind einmal die Kolleginnen und Kollegen hier in Rauthus, das sind halbwild Menschen und Bevölkerung, die uns Arbeit begleiten. Und das geht nicht immer bloß darum, dass man uns auf Schule klappt. Uns ist auch wichtig, dass wir Hinweise kriegen, wenn mal irgendwo nicht so klappt. Weil bloß wenn wir da verwalten, dann können wir uns auch darum kümmern und dass wir aufstehen machen. Daher wie diese Schadensmeldung zum Beispiel inrichtet, wo man das Internet sieht, da kann man uns direkt irgendwas melden, wenn was nicht aufstehen ist. Und wir kümmern uns darum, kann vielleicht nicht immer Footmark werden, aber hier könnt ihr darauf verlauten, dass wir da die Sorge ernst nehmen und das, wie da achte rangehen. Ja, besten Dank nochmal natürlich erstmal, aber auch an alle, die das möglich gemacht haben, dass ich hier überhaupt an dieser Stelle sitzen kann und als Bürgermeister für diese Gemeinde wirken kann, die mir das Vertrauen geben haben. Und ich da alles dafür, dass dieses Vertrauen auch gerechtfertigt bleibt. Ja, der meiste sagen, wir kümmern da oder passieren wir uns in Gemein, aber letzte Woche haben wir einen Besinnetermin. Wir werden nämlich inladen in Gemeinde Dantomadil. Das liegt in der Friesland, der in Niederland liegen. Und wir sind da West mit dem Fürstand von Klosterverein und mit Martin Jürgens als stellvertretender Bürgermeister und Arnold Sauthoff als Ratsvorsitzender. Wir haben uns da verschiedene Projekte angekriegt, Museumsprojekte, die da von einem Stichting, das ist ein Verein in den Niederlanden, da Maukwort und diese Stichting kümmert sich auch um das Grundstück, wo Frauenkloster staunen hat, Kloster Klarkamp heißt das. Und dieses Kloster wäre ein von den Vorgängerklosters von Ilo, von Klarkamp, und ist nämlich dann das Kloster Aduard in Groningenland gegründet worden und von Aduard und dann die Kloster in Ilo damals. Und wie gesagt, zusammen mit Klosterverein haben wir dort die Kontakte nochmal aufgenommen, die halt dort werden. Und wir versuchen da nochmal ein bisschen mehr Verbindungen hinterkriegen, dass wir auch gemeinsame Projekte dort umsetzen können. Das ist so sehr wichtig, dass wir auch diese gesamte Perspektive kriegen und auch ein bisschen über den Tellerrand rot kicken können. Ja, da werden gerade Gespräche, die wir auch mit dem Bürgermeister haben, dort in Dantomadil. Und wir haben auch Gegeninladung aufgebaut, also die kommen dann in Pommaut hier nochmal hier kicken, sorgt das an
was hier umgesetzt worden ist bei Klosterstädte. Da ist nämlich im Moment noch gar nichts zu sein und vielleicht können wir hier doch ein bisschen Unterstützung geben. Aber wir können dann auch davon profitieren, von dem gemeinsamen Austausch, weil dann kann man auch eventuell europäische Gelder für das ein oder andere Kulturprojekt kriegen. Und auch diese Zusammenkunft da haben wir eine lötige Förderung von der Emsdollard-Region kriegen, damit wir die Kosten decken können. Ja, und auch um solche Sachen muss man sich natürlich kümmern, denn alles kostet natürlich ein bisschen Geld. Und dann ist halt gut, wenn man da auch Fördermittel für anzapfen kann. Der kommende Wochenende ist wieder einiges los bei uns in Gemein. Das fängt nur diese Freitag an. Man kann mit Blut spenden. Das wird organisiert von Fürwehr Ochtelbuhr. Das findet in Westerehren, in Karkloch statt. Und das ist immer was Besonderes. Man kann nämlich Karten für das Deichbrandfestival gewinnen. Also wer da noch Tiet hat, das inrichten kann, der soll da von Nachmittag gehen im Hinkommen. Ja, und dann geht natürlich düchtig, ob der 1. Mai an und bevor das Mai werden kann, wo wir natürlich in Ostfriesland Maibaum absetzen. Weiter den Herbel Dörpen, der Lüge alte Gang sind draußen, sind gemacht worden und nun wird dann der Baum geschmückt worden und abgestellt worden, der Arm für den 1. Mai. Das ist auch immer eine hohe Gelegenheit, damit man sich in Dörpen treiben deit und dort wünsche ich natürlich Gaut weh und ich hoffe natürlich, dass die nicht nur mit Maibaum, der Blut und Gesundheit.